Hallöchen, ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir zu Gast ist Simone Hanselmann. Und mit dir mache ich jetzt das Assoziationsspiel. Du kriegst Begriffe von mir und dann sagst du einfach spontan, was dir dazu einfällt. Bin gespannt. Pass auf. Erster Begriff ist Glück. Sollte man haben. Ich weiß, was jetzt als Antwort kommt. Krise. Wirklich, weißt du, es schmeißt mich total, ich weiß gar nicht, was ich jetzt antworten soll. Krise, ja, sollte man wirklich nicht haben. Ich wusste. Aber es stimmt ja. Ja, genau. Hätte ich jetzt genau an deiner Stelle auch geantwortet. Okay. Jetzt lasse ich mich überraschen. Weinen. Tut oft gut. Ich glaube, ich weiß schon wieder die Antwort. Liebeskummer. Oh, Liebeskummer ist Luxus, Baby, ist ein geiler Song. Der hat mir geholfen, wenn es nötig war. Ah, okay. Da hätte ich jetzt gedacht, dass du sagst, tut oft nicht gut. Dann hier unsere kleine Einrichtung hier, Freunde fürs Leben. Ist ein ganz toller Verein, wo ich seit Jahren schon tätig bin. Und froh drum. Ja gut. Facebook? Brauche ich überhaupt nicht. Ist deine Zeit voraus. Nee, hinterher. Nee, jetzt bist du schon wieder voraus. Das ist jetzt das neue Ding. Ach so, jetzt ja. Ist Facebook out, ja. Authentizität. Tut gut. Wenn es andere haben, mag ich es vor allem. Pubertät? Blöde Zeit ist ganz schön schwierig. Für alle. Schönster Moment meines Lebens. Gab viele. Aber wahrscheinlich doch, als ich meine kleine Tochter zum ersten Mal im Arm hatte. Was ich schon immer mal sagen wollte. Boah, ich hab das schon gesagt. Ich glaube, ich habe alles, was ich sagen wollte, schon mal gesagt. Ruhrpott halt, ne? Alkohol und Drogen. Brauche ich gar nicht. Kann ich komplett ohne, habe ich auch in der Schwangerschaft gemerkt, hey, selbst ohne Alkohol ist ja gar nicht so blöd. Sehr schön. Mhm. Vielen Dank. Ich danke. Das war vorbildlich. Ehrlich? Ja. Ja, ganz schön geschwitzt.